Da Musik immer von einem Mensch geschrieben wurde, gibt es immer auch eine Geschichte hinter der Musik. Oder die Geschichte ist in der Musik. Aber wenn wir zum Beispiel Johannes Brahms nehmen, wie das berühmte Agahä, und nur das T konnte er nicht schreiben, man hört also förmlich den Ruf nach dieser Agathe, in die er verliebt war. Und ich finde, wenn man das so etwas weiß, dann spielt man diese Stelle auch anders. Christian Ostertag. Es liegt ihm besonders am Herzen, seinen Studierenden die Geschichte hinter der Musik zu vermitteln. Bei seinem Antrittskonzert im Oktober 2017 an der Hochschule für Musik Karlsruhe erzählt er die Geschichte von Ferdinand dem Stier. Musik und Geschichte sind hier eng miteinander verbunden. Es war einmal in Spanien ein kleiner Stier, der hieß Ferdinand. Als Musiker müssen wir lernen, uns damit abzufinden, dass wir reproduzierende Künstler sind. Also wir tun wenig Eigenes dazu. Wenn wir zu viel dazu tun, dann schütten wir quasi Mayonnaise über ein wunderbares Steak, was überhaupt nicht am Platz ist. Musik hat in Christian Ostertags Familie Tradition. Sein Vater Martin Ostertag ist Cellist und ebenfalls Professor an der Musikhochschule Karlsruhe. Als Musiker spielt mein Vater eine sehr große Rolle für mich. Doch die Tradition reicht noch weiter zurück. Christian Ostertag gibt uns einen kleinen Einblick in seine Fotosammlung. Hier ein Bild mit meinen Großeltern, also den Eltern von meinem Vater. Und das ist meine Großmutter Maria, die Geigerin in der Familie war. Ich habe inzwischen auch ihre Geige geerbt. Früh übt sich. Der kleine Christian spielte schon in jungen Jahren Geige. Auf Kochlöffeln und einem Saitenrohr. Ich behandle es dann interessanterweise wie eine Geige. Der Text zu dem Foto hinten lautet aber beim Auspacken des Cellos. Was nichts anderes heißt, dass ich damals Cello spielen wollte, wie mein Vater. Was dürfen seine Studierenden von Christian Ostertag als Professor erwarten? Ich denke, sie erwarten zu Recht einen fundierten Unterricht mit Inspiration, Begeisterung für die Musik, für die Werke, Unterstützung bei ihren Projekten. Das ist die Aufgabe und ich glaube, nicht zuletzt als Vater von 4 Kindern, weiß ich ungefähr, in welche Richtung es manchmal zu gehen hat. Ich glaube, inzwischen sagen zu können, dass ich doch einiges weitergeben kann.